Die einzelnen Reviews der diversen Holster, die ich von sportshooter.de zur Verfügung gestellt bekommen habe, sind durch. Ihr konntet sie euch alle ansehen. Jetzt kommt das Fazit. Ich habe ganz bewusst die Review-Holster bei sportshooter.de angefragt, passend für die 1911er-Plattform. Das habe ich deswegen getan, weil die 1911er-Plattform sehr, sehr häufig kopiert wurde und sich dadurch auch gewisse Toleranzen und Änderungen am Rahmen oder am Schlitten ergeben haben. Ich selber besitze ja zwei verschiedene 1911er, beide zwar aus der Familie der Serie 70, aber einmal eine Standardserie 70 Government Model und einmal die Gold Cup National Match. Diese haben leichte Unterschiede und zwar primär oben auf dem Schlitten. Wo wir hier bei meiner Serie 70 den komplett runden oberen Schlitten haben, haben wir hier an der Gold Cup oben eine Anti-Flimmer-Schiene, die letzten Endes verhindern soll durch Erwärmung, was auch immer, dass die Visierung anfängt zu flimmern. Das bedeutet aber, dass der Schlitten leicht höher ist als bei dieser hier. Und das kann schon, je nachdem wie die Passung, wie die Herstellung des Holsters ist, wie eng die Toleranzen sind, bedeuten, dass die Waffe nicht mehr reinpasst. Das kann schon passieren, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Springfield kaufe, eine RBF oder was auch immer und der Abzugsbügel ist ein bisschen breiter als bei einer Standard 1911er, dass sie schon gar nicht mehr ins Holster passt. Und das muss bedacht werden, wenn man sich ein Holster kauft. Deswegen habe ich bewusst diese Konstellation angefordert. Das nur vorab zur Klärung. Ein zweiter Aspekt zu meinem Review oder zu den Reviews ist, für mich müssen die Holster an meine Koppel passen. Ich selber habe ja keine Lust, mir ständig neue Koppeln kaufen zu müssen, passend zu einem Holster. Denn ich möchte Holster haben, die auf meine bestehende Koppel passen. Nur dann macht es für mich Sinn. Es muss für mich auch so sein, dass ich mit relativ einfachen Mitteln das Holster austauschen kann. Weil ich habe ja nicht nur eine Waffe, ich habe ja mehrere Waffen. Entweder habe ich ein Tragsystem, wo ich das Holster tauschen kann mit einfachen Mitteln, eine Schraube lösen, runterziehen, abnehmen, wie auch immer. Oder ich habe ein einfaches Clipsystem, um das Holster an der Koppel an sich zu fixieren. Das sind also alles Sachen, die für mich eine gewisse Rolle spielen bei der Bewertung und Beurteilung der zur Verfügung gestellten Holster. Wir beginnen mit dem Ghost Thunder Stinger Holster. An sich ein sehr schönes, gut gelungenes Holster. Hat ein robustes Holstergehäuse, einen robusten Korpus und vernünftige Einstellmöglichkeiten. Die eine oder andere Einstellmöglichkeit ergibt sich mir nicht wirklich, aber okay, das ist aber die Konstruktion. Sehr schön finde ich, dass durch die Bank weg alle Holster, die ich getestet habe, weitestgehend Lowrider sind. Bedeutet, dass das Holster tief positioniert ist. Ich habe die Möglichkeit, durch diese zwei Schrauben das Holster entsprechend hier oben anzupassen, damit es eben höher oder tiefer positioniert ist. Je nach Vorliebe, je nach Regelwerk. Nachteilig finde ich an diesem Holster allerdings, dass ich die Gürtelmontage an sich, die Koppelmontage, nur per Schrauben lösen kann. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Ich mag vielleicht in der Lage sein, durch Lösen dieser zwei Schrauben, wenn ich ein weiteres Holster habe, von dem Hause Ghost, dieses dann zu tauschen mit relativ einfachen Mitteln. Das mag durchaus sein, kann ich aber nicht zu 100% sagen. Aber an sich ist es ein sehr schönes, gut gelungenes Holster, was optisch und haptisch einen sehr guten Eindruck macht und mit vernünftigen Einstellmöglichkeiten bestückt ist. Als nächstes komme ich zu dem Bladetech. Das Bladetech OWB Holster ist auch, wie alle anderen auch, ein geschlossenes Holster. Da tut sich, glaube ich, qualitativ, haptisch so gut wie gar nichts zwischen den einzelnen Herstellern. Interessant ist hier aber dieser Punkt hier oben. Unglücklich gelöst finde ich das, weil ich jedes Mal die Koppel an- und abziehen muss. Es ist aufgrund der Steifigkeit, gerade bei der Double Alpha Koppel, ein bisschen gefriemel, den Gürtel hier tatsächlich sauber durchzufriemeln. Aber auch das funktioniert. Wenn einer nur ein oder zwei Waffen hat, ist das in Ordnung und kann auch gelebt werden. Ist ein vernünftiges Holster zu vernünftigen Preisen, die ich am Ende dieses Fazits nochmal kurz durchgehe mit den einzelnen Holstern. Kommen wir nun zu dem Zwillingspack. Das Zwillingspack ist letzten Endes SpeedSec 4. An sich ein sehr, sehr schönes Holster. Das war das erste von der Lieferung, das ich in den Fingern hatte und war eigentlich sehr begeistert davon. Zumindest von dem
LML, weil es halt ein Lowrider ist und auch die meisten Einstellmöglichkeiten mit sich bringt. Ich habe hier die Beinstütze, ich habe hier die Möglichkeit, über die Metallplatte das Holz in der Höhe, in der Neigung, in der Kantung und so weiter anzupassen. Auch sehr schönes werkzeugloses An- und Absetzen von der Koppel. Finde ich auch eine recht gute Geschichte, wobei ich der Meinung bin, dass die TechLock-Systeme durchaus ein ganz klein wenig mehr Luft haben könnten, um auch dickere Koppeln aufzunehmen. Es sei denn, es gibt die mit größeren Durchlässen. Das weiß ich aber nicht. An sich ist es aber ein sehr, sehr schönes Holster. Bei dem 3D finde ich halt sehr schade, dass die Double Alpha Koppel hier nicht wirklich durchpasst. Aber an sich, der Holsterkorpus ist identisch und das sind beides sehr, sehr gute Holster zu vernünftigen Kursen. Das letzte im Bunde ist auch zeitgleich mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar das Double Alpha PDR Pro 2. Holsterkorpus ist wie bei allen anderen auch. Vorteil hier ist, ich kann ohne Werkzeug den Ziehwiderstand über diese Schraube hier einstellen. Ich brauche keinen Schraubenzieher, ich kann das einfach durchlösen, kann es direkt an die jeweilige Waffe anpassen. Mit Ausnahme der Speedsec-Holster haben beide 1911er in alle Holster gepasst. Das kommt dazu und hier natürlich auch. Sehr interessant und sehr innovativ finde ich persönlich auch diese Möglichkeit hier über diese Schwalbenschwanzverschienung am Ende. Das heißt, ich kann hier hinten durch ein Lösen mit einem Imbusschlüssel diese Schraube, ich kann den kompletten Korpus abnehmen und kann einen anderen Korpus einfach hier dran setzen, wenn ich das gleiche System habe. Das heißt, ich kann mir zwei, drei von diesen Holzern für verschiedene Waffen kaufen und die sind gar nicht so teuer und habe dann die Möglichkeit, die einfach auf diesem Schwalbenschwanz auszutauschen. Das nenne ich mal ein vernünftiges System. Da es von Double Alpha kommt, ist natürlich auch hier hinten die Montage für Double Alpha Koppeln passend, das ist richtig gut. Das wird hier über diese Metallplatten richtig fest verschraubt, da verrutscht gar nichts mehr. Und ich kann einfach nur, wie gesagt, über diese Schwalbenschwanzführung den Korpus austauschen gegen einen anderen. Schneller und einfacher und flexibler geht es fast gar nicht mehr. Deshalb mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Double Alpha PDR Pro 2. Ein super Holster. Wir gehen nochmal ganz schnell alle durch wegen den Preisen. Wir haben einmal das Ghost Stinger Holster, kostet 75 Euro. Wir haben das Blade-Tech OWB, kostet 79 Euro. Wir haben das Höppner und Schumann SpeedSec 4 ML, kommt auf 69 Euro. Was ein absolut gerechtfertigter, vernünftiger Kurs ist. Es ist nicht überteuert, nicht zu billig, es ist eigentlich genau im Mittelmaß und damit eigentlich vollkommen okay. Und dann haben wir das Höppner und Schumann SpeedSec 4 3D, das kommt auf 59 Euro. Und als zweiteuerster, aber wie gesagt, mein Favorit ist das Double Alpha PDR Pro 2 mit 76,50 Euro. Diese Preise sind die Preise von sportshooter.de, die mir freundlicherweise diese Holster kostenfrei zum Reviewen zur Verfügung gestellt haben.